Ja, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Nebenprojekt hier auf dem Kanal. Wir spielen Jurassic World Evolution 2. Ich spiele es für mich schon eine ganz kleine Weile und ich bin ziemlich angefixt. Und ich bin ein absoluter Jurassic Park Fan von den ersten drei Filmen. Und ja, ich habe immer gedacht, okay, lass es doch mal aufnehmen, lass euch mal da drei Teilnahmen haben. Und wir werden die Kampagne spielen, die ist aber nicht ganz so spannend. Und dann den sogenannten Chaos-Modus. Und da spielen wir so quasi die History von Jurassic Park durch, von dem allerersten Park bis zu dem letzten, wenn wir es im Film kennen. Und schauen, ob wir es da besser machen können. Und ich würde sagen, wir starten gerade direkt mit der Kampagne, mit der allerersten Mission. Gehen wir hier in die Kampagne. Und Arizona, geht's los. Jurassic World. Hier beginnt unsere Geschichte. Ein wissenschaftlicher Durchbruch, ohne jede Rücksicht auf die Konsequenzen. Die Natur nahm ihren Lauf und entfesselte Chaos. Diesmal hatten wir eine noch größere Illusion von Kontrolle. Und das Chaos war noch viel schlimmer. Und kurz wussten wir wieder, wie wertvoll das Leben ist. Aber im Lauf der Zeit verblassen die Erinnerungen an den großen Kontrollverlust. Und Ehrgeiz kann sehr hartnäckig sein. Für die zurückgebliebenen Saurier verlor die Zeit an Bedeutung. Von Wundern der Wissenschaft zu Objekten der gnadenlosen Ausbeutung. Vielleicht sollten wir sie überdenken, die wahre Natur der Natur. Ein endloser Zyklus mit nur einem Ziel: Überleben. Und das heißt, Saurier und Menschen müssen einen Weg finden, ihre Differenzen beizulegen. Ja, und zeitlich spielt das Ganze nach dem letzten Film in der Kampagne. Und ja, ist er quasi jetzt. Für uns ist eine Wüste nur ein Ödland. Dort leben nur die anpassungsfähigsten Lebensformen. Doch vor Millionen von Jahren gediehen in diesen Gegenden Lebewesen. In Anbetracht der geologischen Geschichte hier ist es daher gar nicht so abwegig, dass Saurier im Gras rumlaufen. Die aktuelle Situation, freilaufende Saurier, ist für die Verantwortlichen unhaltbar. Nun, diejenigen, die denken, sie hätten die Verantwortung. Wir haben also ein Problem oder eine Gelegenheit. Nun, hier kommst du ins Spiel. Sie haben meine Warnungen früher schon ignoriert. Aber vielleicht wird es dieses Mal mit dir anders sein. Ich nehme die Ungewissheit in Kauf. Und jetzt auf Mandy selber. Aber okay, kommt erstmal ins Gespräch. Ich schätze, es wäre angebracht, wenn ich mich vorstelle. Ich bin Cabot Finch, stellvertretender Direktor der US-Naturschutzbehörde. Ich weiß, das klingt wichtig und das ist es auch. Aber verlieren wir uns nicht zu sehr in Titeln und Organigrammen. Ich mache es einfach. Sie arbeiten für mich. Sehen Sie? Nichts dabei. Sie werden mit den Experten arbeiten. Das sind Claire Deering und Owen Grady. Und ja, wir haben direkte Erfahrungen mit den Sauriern gemacht. Ich bin die ehemalige Leiterin von Jurassic World. Owen und ich haben dabei geholfen, den Park zu errichten. Und leider waren wir auch bei seiner Zerstörung anwesend. Und da ist Owen. Er arbeitet mit den Velociraptoren. Man könnte mich ein Saurier-Cowboy nennen, aber offiziell bin ich Tierverhaltensforscher. Ich habe gerade eine Vertrauensbasis mit ihnen aufgebaut, als das losging. Okay, wir müssen sofort ein paar Dinge in die Wege leiten. Beginne mit einer Unterstützungsanlage, mit einem Ranger-Team, mit Geländefahrzeug. Und einem Helikopter-Einfangteam.
So, jetzt kann ich endlich mal frei reden. Jetzt kann man nämlich wieder bauen. Also die Grafik ist immer wunderbar. Sieht echt schön aus und eine tolle Weitsicht. Ist nicht so, dass es hier einfach mal aufhört. Unser erstes Gehege, was schon fertig ist. Und eben, wir sollen diese Unterstützungseinheit bauen. Bisschen die Anlage. Da sind quasi die Ranger drin. Die fahren dann immer wieder ins Gehege rein. Wir werden es dann gleich von ihnen hören. Und schauen, dass es den Dinos soweit gut geht. Und der Helikopter ist dafür da, dass wenn halt ein Dino mal rausgeht oder so, dass man betäuben kann. Also platzieren wir es gerade mal hier. Ich würde gerade sagen, hier so. Und dann brauchen wir natürlich Strom. Machen wir hier mit dem Notfallgenerator. Als nächstes sollten wir einen Notfallgenerator errichten und dann dessen Strom in die Unterstützungsanlage einspeisen. Stelle sicher, dass das Gebäude mit dem Wegenetz verbunden ist, damit es auch einsatzfähig ist. Bei dem müssen wir immer wieder den Sprit nachfüllen. Später gibt es dann auch Kraftwerke, wo man das dann nicht mehr machen müssen, aber die können ausfallen. Sprich, man muss die ganz schlau platzieren, dass man hier keinen Stromausfall hat. Denn die sollten immer fahren sollen. Und ungemütlich, wenn wir ihn tatsächlich auftreiben. Dann ist es sinnvoll, ein Einfangteam-Helikopter zu nehmen. Sie können das Tier aus der Luft betäuben. Also, ich habe doch gute Ideen. Es ist auch noch so ein Special, man kann die Fahrzeuge selber bewegen und natürlich auch die Tiere quasi betäuben, einfangen und dann mit dem Ranger-Fahrzeug rumfahren. Da gibt es dann auch einen tollen Fotomodus, werden wir aber alles noch sehen. Und jetzt werden wir den da hinten mal einfangen. Da ist er ja. Da gibt es jetzt einerseits hier mit F den Fotomodus. Man kann mir hier schöne Fotos machen von den Dinos. Krieg sogar Geld dafür. Oder halt hier der Zielmodus mit dem Betäubungsgewehr. Und das ist gar nicht mal so einfach. Oh, gerade zum ersten Mal getroffen. So, manche muss man zwei, dreimal treffen, bis die quasi wirklich schlafen gehen. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kein Zweifel. Wirklich? Vielleicht ein oder zwei. Naja, besser als sonst. Das reicht mir. Also, wo schaffen wir den Saurier hin? Wir haben das Gehege. Jetzt fehlt nur noch die Lieferung. Tue ich das nicht immer? Warte, sag jetzt lieber nichts. Produkt muss eingesammelt werden. So, der Transport ist halt hier. Einen eigenen Button, wo man hier schnell zugreifen kann. Für den da gibt es leider keinen Schnellzugriff. Das finde ich ein bisschen dämlich. Den muss man immer manuell anklicken. Ich hoffe, da gibt es noch eine Mod später. John Hammond war nicht dafür, Saurier in freier Wildbahn leben zu lassen. Das bringt ganz neue Herausforderungen mit sich. Und vielleicht Chancen. Ja, das habt ihr auch selber verbockt, ne? Also ich finde es ja ganz cool, dass die Originalcharaktere mit dabei sind, weitestgehend mit Originalstimmen. Das hat einfach ein bisschen mehr Jurassic Park Feeling. Ich glaube, ich muss mal das nächste Mal wieder einen Marathon machen. Und die ganzen Filme mal durchgucken. So, da ist der Transporthelikopter. Oh, der Arme. Und können uns das auch hier von unten mal angucken. Also es gibt auch Ego-Perspektive. Sag ich einfach, wo ich starten möchte. Und bin dann quasi als Mensch hier unten. Mir kann auch nichts passieren. Ich könnte jetzt auch die UI ausblenden zum Foto machen. Oh. Ich werde auch gleich aufwachen. Hallo. Oh, sieht einfach schön aus. Oh, ich erkenne diesen Saurier. Ist schwer zu vergessen, wenn man einmal mit einem eingesperrt war. Wir konnten den Baryonyx damals nicht retten. Aber den hier bestimmt. Ah, Frontier weiß einfach. Es ist viel, dass die Saurier hier fressen können. Wir brauchen eine Futterstation innerhalb dieses Geheges. Hungrige Saurier machen mich nervös. Ja, das geht mir auch so. Okay, der hätte gern Fisch. Haben wir jetzt da ins Wasser platziert. Und da kriegt er dann quasi sein Futter automatisch raus.
gibt natürlich auch Lebendfütter und für die Pflanzenfresser hier ist es so. Alles bereit. Verstanden. Okay, wir müssen den Gesundheitszustand des Sauriers vollständig erfassen. Benutze ein Ranger-Team-Fahrzeug. Owen hilft dir dabei, die Daten des Tiers aufzunehmen. Dann können wir weiter planen. Brauchen wir das wirklich? Ein Plan? Ich meine, ich war immer eher der Typ, lernen durch Praxis. Nun, wenn das nicht klappt, machen wir es auf deine Art. Klingt zumindest nach einem Plan. Ja, und eben, die Pflanzenfresser bedient sich da an der Natur, entsprechend müssen die Gehege auch ausschauen. Und jetzt sind wir in so einem Ranger-Fahrzeug drin und werden jetzt mal analysieren, ob es denn überhaupt gut geht. Geht in der Fels. Okay, wir werden jetzt wieder abhauen. Auf den Inseln replizieren, weil der findet es nicht so geil, dass wir hier drin sind. Arizona so komfortabel wie möglich machen. Sonnencreme und Drinks am Pool? Wie klingt das? Ist die Frage ernst gemeint oder nur ein Witz? Okay, Claire, fügen wir den Gehegen das bevorzugte Terrain hinzu. Besser? So, wir quatschen am Anfang. So, jedenfalls, nachdem wir quasi das Tier analysiert haben, das müssen wir immer wieder machen, um zu schauen, ob sich der Status nicht verändert hat, sehen wir unter Komfort, er hätte gerne mehr Fels, Wasser ist okay, Freiraum ist okay, Fisch eben, hat sein Futter und jetzt sagen wir hier Umgebung bearbeiten und dann hätte er hier gern einerseits Fels als Untergrund. Das sollen wir auch hier ein bisschen machen. Und wir werden eben auch echte Felsbrocken hier mal reinlegen. Mal ein bisschen mischen. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht Planet Zoo spiele. Aber dann hat mich Jurassic Park ein bisschen mehr gereizt. Bin ich der größere Fan. Das ist nicht ganz so komplex. Okay, das sollte reichen. Ja. Es geht dann auch langsam nach oben. Das Blaue ist auch sein Territorium und nach dem wird es doch bewertet. Wir müssen diese Saurier genauer überwachen. Dazu brauchen wir einen Ranger-Posten innerhalb des Geheges. Klingt verrückt, ich weiß. Aber das klappt. Vertrau mir. Genau. Das sind so quasi dann die Marker für die Unterstützungseinheiten hier. Die fahren dann immer dahin. Das Blaue ist quasi der Abdeckungsbereich. In dem Bereich werden dann die Dinos analysiert, beziehungsweise halt eingefangen, wenn halt irgendwas ist. Und wir werden das jetzt mal da so platzieren. Wir werden immer, also das Ranger-Fahrzeug fährt immer dahin. Und dann von dem aus zu den Dinos hin. Und sagen, so ist okay. Und jetzt klicken wir da einmal drauf. Und sagen Ranger-Team hinzufügen. Er wählt dann automatisch immer das aus, was in der Nähe ist. Sollen wir hier zuweisen und das gleiche auch mit dem Einfangteam. Und jetzt fahren die da regelmäßig hin und checken das. Und da fährt er auch schon los. Ich erhalte Berichte über Saurier, die frei in der Anlage herumlaufen, Claire. Die Berichte sind vielleicht richtig, aber sie zeichnen kein vollständiges Bild unserer aktuellen Lage. Wütende Saurier laufen herum. Was ist da los? Sie sind nicht wütend. Sie handeln einfach instinktiv. Je bedrohter sie sich fühlen, umso feindseliger werden sie. Vor allem, wenn es um ihr Überleben geht. Es geht auch um unser Überleben. Ja, aber das wissen nur wir. Na, für den Moment. Wir werden einen der Saurier vom Helikopter aus betäuben und ihn mit einem Transportteam zurück zur Einrichtung bringen. Gut, dann los. Ja, bin er jetzt gerade schon los? Nee. Schafft das auch? Oh. Ja, und jetzt kommt gleich der Helikopter da, na, oder ist schon unterwegs. Und der würde ihn quasi betäuben, wenn es hier zu brenzlig wird. Damit denen halt nicht so viel passiert. Und das Fahrzeug wird automatisch hier wieder repariert. Also muss man da keine Angst haben. Bei mir ist noch kein Fahrzeug komplett kaputt gegangen. Okay, wir sollen Triceratops finden. Wir machen wieder den Helikopter hier. Direkte Steuerung. Und dann geht's auch schon los. Da sind sie ja, die schönen Tiere. Dann werde ich zuerst mal ein Foto machen. Oh, da schläft sie bei ihnen.
das kriegen wir. 39.000. Okay. Und alle drei sollen wir mal mitnehmen. Schauen, wie das jetzt wird. Na, komm jetzt. Bestätige Kontakt. Ja, und jetzt lauft er natürlich weg. Okay, das war Nummer 1 und Nummer 2. Schon zweimal? Nee. Na, 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 nicht unten hin. Komm, 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 komm. Okay, bei Nummer 2 und dann Nummer 3. So, schön ruhig bleiben. Schon zweimal? Nee. Komm, 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 bleib da. Sehr gut. Dann hätten wir die. Okay, bevor wir die transportieren, brauchen wir hier noch ein zweites Gehege, weil die können wir natürlich nicht zum Fleischfresser lassen. Das heißt, hier gehen wir auf Zaun und haben momentan nur einen Stufe 2 Zaun. Und werden wir hier den Zaun so ziehen. Ja, ist super easy, das Bausystem. Machen wir hier mal so einen unschönen Abschluss. Okay, das wird dann nach und nach gebaut. Man kann die später auch upgraden, aber da muss man aufpassen. Während man das upgradet, ist der Zaun quasi offen. Also entweder die Tiere schlafen schicken oder woanders hinbringen. Okay, wir können aber den Transport schon mal starten, weil die brauchen eh einen Moment. Okay, was wir hier auf alle Fälle schon mal brauchen, das ist hier eine Wasserfläche. Na. Machen. Und bei denen weiß ich schon, die hätten gern ein bisschen Wald. Beginne Produkttransport. Produkttransport wird durchgeführt. Pflanzenfasern, Blätter, Boden. Produkt wurde eingesammelt. Und wir werden jetzt gleich schon mal den Ranger-Posten reinhauen. Und gerade zuweisen. Damit ihr da gleich als nächstes hinfahren. Er fährt dann quasi von der Reihenfolge genau so, wie wir es zugewiesen haben. Sprich, zuerst da rein und dann da rein. Und man könnte jetzt auch so ein Tor hier dazwischen reinmachen. Dann würde er hier reinfahren und dann da durch das Tor und dann da rein. Oder man macht es halt deutlich außen und fährt halt außen rum. Und da sind sie auch schon. Das sieht geil aus. Hallo. So schöne Tiere. Oh, und der ist aber nicht happy. Nein, nicht angreifen. Okay, ging ja nochmal gut. Also man kann dann später die Genome etc. verändern, dass sie zum Beispiel keine Ranger angreifen etc. Die sind da ganz individuell, aber das werden wir noch sehen. Wenn es soweit ist. Insgesamt würde ich sagen, dass sich die Situation verbessert. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in den Griff bekommen. Aber ich mache mir auch Sorgen. Insbesondere um die Biodiversität. Doch jetzt sollten wir die Saurier erst einmal in Sicherheit bringen und zusätzliche Beobachtungsgalerien zur Überwachung der Tiere bauen.
Okay, dann bauen wir mal so eine Beobachtungsgalerie. Das ist dann auch später für die Besucher wichtig, dass die diese Dinosaurier sehen. So, Entschuldigung. Ja, da wollte ich jetzt gar nicht rein. Die Galerie braucht auch einen Anschluss. Hier gehen wir mal ein bisschen raus. Und mit Shift kann ich umschalten. Dann kann man hier auch Kurven machen. Muss nicht immer so plank gerade sein, so wie es jetzt da ist. Und der fährt wieder retour. Sobald das fertig gebaut ist, können wir da auch mal reingehen und uns das mal selber anschauen. Ansicht anzeigen. Und das wäre so quasi die Aussicht, was die Besucher hier so hätten. Und da hinten sind sie gerade, die drei. Schön. Na, hier. Das haben sie jetzt so schön gemacht. Okay, das ist jetzt, glaube ich, ungewollt, dass sie da durchlaufen können. Okay. Da so viele Tiere frei herumlaufen, müssen wir so viele wie möglich einfangen. Wir können unsere Bemühungen von einem Expeditionszentrum aus koordinieren. Lass uns eins bauen und dann sehen wir weiter. Genau, also mit dem Zentrum können wir Expeditionen machen. Einerseits, um die ganzen Bernsteinproben zu holen, damit wir dann quasi neue Genome entwickeln können, beziehungsweise Dinos erforschen oder halt lebend Dinos, zumindest wenn wir jetzt hier in dem Zeitraum spielen, einfangen können, die zum Beispiel irgendwo Stress bei einer Stadt machen etc. Also immer abhängig, in was für ein Zeitraum wir da gerade spielen. Beim Original Jurassic Park gibt es halt nur die normalen Expeditionen und nicht dieses Lebendfangen, weil da passt ja nur auf der Insel drauf. Und hier sind sie ja quasi auf der Welt verteilt, beziehungsweise hier in Amerika, nachdem sie ausgebrochen sind. Mehrmals. Sicher, du brauchst auch Strom. Reicht denn das? Naja, gerade noch. Ich kann die Saurier verfolgen, aber zu ein bisschen Hilfe sage ich nicht nein. Claire meinte, es gäbe da ein paar Kandidaten. Wissenschaftler. Hoffentlich ist da einer, der so hart im Nehmen ist wie ich. Ja, das sind so quasi unsere Crew und auch Besucher. Deren Aussehen verändert sich je nachdem, wo sie gerade sind. Beziehungsweise wie die Mission gerade ist. Also man sieht dann hier im Staff-Bereich die Staff-Leute und halt hier die Besucher normalerweise. Okay, Kontrollzentrum. Da haben wir einerseits jetzt die Expeditionskarte. Da ploppen dann gleich Sachen auf, wo wir hingehen könnten. Dann die Forschung. Ist jetzt aber noch kein Thema. Und hier die Wissenschaftler. Da fügen wir jetzt mal zwei hinzu. Nehmen wir mal die Olivia Foster. Und den zweiten nehmen wir mal. Siehst du das, Claire? Nehmen wir mal den da. Na klar. Dies ist unsere erste Gelegenheit für einen Lebendfang. Das müssen wir sehen. Weise dem Wissenschaftler, den du gerade eingestellt hast, diese Aufgabe zu. Owen, bist du da? Du bist noch stumm geschaltet. Entschuldigung. Ja, gute Idee. Was haben wir zu verlieren? Naja, außer einem neuen Rekruten. Okay. Vorfallalarm. Ein Saurierpalast Vegas ist gefährlich nah an Menschen herangekommen und unsere Agenten wurden gewarnt. Es wurden zwei Verletzte gemeldet. Wir müssen ein Lebendfangteam durchschicken, um die Gefahr einzudämmen. Okay, also ich könnte es jetzt nochmal nach hinten verschieben, wenn es jetzt gerade doof ist. Oder ansonsten sagen wir ja, gehen wir dahin zum Alarm. Ist hier. Und wir müssen, wir machen Mindestkill von 2 da. Das haben wir. Und dann schicken wir die gerade mal los und dann kriegen wir, wenn es gut geht, einen Stegosaurus. Bevor die Fernfangteams zurückkehren, sollten wir Gehege für die Saurier vorbereitet haben. Wie eine Art Willkommen zu Hause. Nett gesagt. Okay, dann machen wir das gerade mal. Machen wir hier noch eins. Ja. Ich will das hier nicht so klein haben. Das sind ja doch große Tiere. Dann brauchen wir hier noch einen Stromgenerator. Den werde ich erstmal hier reinpflanzen. Auf jeden Fall, dass wir hier noch was bauen.
Dann machen wir ein Tor. Machen noch eine Adventure-Posten, machen wir hier nochmal rein. Gut. Die Tribüne, die mache ich hier hin. Ah, jetzt wird man auch hier hinten der Strom. Haben wir hier noch einen Generator? Ach, vier sind es gleich. Okay. Jetzt sage ich aber, gib mir noch mal 2 Minuten. Aber wenn es jetzt 4 sind, dann werden wir das hier größer machen. Wir wollen hier gut Platz haben. Und das wollen wir jetzt hier auch mal verschieben. So mittig. Und du hättest gerne einen Weg, den kannst du haben. So. Zaun hier abreißen. Und zuweisen. Wunderbar. Dann brauchen wir wieder Wasser. Das machen wir hier hinten so hin. Man kann das auch so über den Zaun hinaus machen. Kommt dann aber trotzdem hier nicht raus. Also ja, gut, sie könnten schon mal irgendwann raus, wenn sie es drauf anlegen. Aber solange die happy sind, passiert in der Regel nichts. Okay, jetzt müssen wir warten, bis es soweit ist. Aber die wollen auch garantiert so Blätter und Pflanzenfasern haben. Und einerseits Blätterboden. Und Pflanzenfasern. Boden. Dann, ob ihnen das schon mal gefallen wird. Und dann kommt ja auch gleich. Aussicht. Wie sieht es aus? Ja, ein bisschen karg, ne? Ich würde ja noch irgendwo so einen Wald oder so reinmachen, wegen der Sonne. Damit wir ein bisschen Schatten haben. Sowas zum Beispiel. Dann nehmen wir mal einen dichten Wald. Ja, transportieren. Produkt wird transportiert. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Gringo. Button. So stellenweise. Also Landschaftsarchitekt bin ich schon mal nicht. Please don't judge me. So, der wird jetzt gerade wieder wegfahren. Ich sage jetzt aber manuell, das soll dir mal prüfen. Das rechnen auch die zwei. Ja, damit wir es ein bisschen schneller haben. Mit dem Status, ob die happy sind. Okay. Sind schon riesig. Wer beobachtet wen? Ich verstehe nicht, Owen. Na, die Saurier beobachten doch sonst immer uns. Also sollten wir nicht sie beobachten? Ja, sollten wir. Sobald die Saurier in ihren Gehegen untergebracht sind, sollten wir Beobachtungsgalerien errichten. Das meinte ich. Aber du hast es gesagt. Gut. Mehr Früchte haben sie jetzt. Wasser sollten sie jetzt gleich mal erkennen. Freiraum ist okay. Sehr gut. Ja, das mit dem Territorium wird noch interessant, wenn wir in einem Gehege mehrere Spezien drin haben. Wenn die sich da beengt fühlen, dann gibt es Stress. So, und ich glaube, er ist der Oberchief, oder? Das ist so quasi jetzt sein Territorium, was er jetzt so für sich veransprucht. Und das ändert sich auch dynamisch, je nachdem, wo er ist. Dann wird es da hinten wieder weniger, wenn er da nicht mehr hingeht. Das ist auch cool gemacht.
Sind sie doch. Also, ich sehe die. Achso, ja, hat er dickt, aber Komfort von 90. Ist jetzt gleich soweit. Nice. Owen? Owen, wir haben ein Problem. Ich gebe mir Mühe, Claire, aber so bin ich nun mal. Nicht du. Ach so, die Saurier. Erzähl mir etwas Neues. Okay, wie wäre es damit? Ein riesiger Sandsturm bewegt sich auf uns zu und könnte die Einrichtung auslöschen. Ohne Strom wäre die Sicherheit der Saurier ernsthaft gefährdet. Okay, hör mir zu, Claire. Wir schaffen das. Habe ich dich jemals im Stich gelassen? Eigentlich nein. Und das wird auch so bleiben. Wir werden alles tun, was wir können. Wir haben Schlimmeres überstanden. Was ist schon ein bisschen Sand? Ja, so Unwetter gibt es auch regelmäßig. Und die können unterschiedlicher Arten sein. Jetzt haben wir einen Sandsturm. Und da können auch Sachen ausfallen, beziehungsweise der Zaun kann auch kaputt gehen, die Tiere drehen durch. Das macht es dann noch tricky. Mal schauen, was uns jetzt im Tutorial passiert. Wenn jetzt die Sicht eingeschränkt ist, ist mir ziemlich egal, solange sonst nichts passiert. Ich muss schon sagen, dass mich unsere aktuelle Lage sehr beunruhigt. Jetzt habe ich gerade mit Leertaste pausiert, denn wir haben jetzt hier einen kaputten Zaun und der wird jetzt hier gleich mal rausgehen. Wir werden einerseits dem Ranger hier sagen, Aufgabe hinzufügen. Er soll den Zaun reparieren. Und auch da. Und dem Helikopter, sagen wir schon mal präventiv, bitte betäuben. Weil der wird jetzt hier garantiert rausgehen. So gern ich auch helfen würde, ich bin ein wenig eingespannt. Also, wer wird die Saurier beschützen? Und unser Personal? Ja, natürlich. Das versteht sich von selbst. Ich erwähne es trotzdem. Es wäre eine Tragödie, diese Tiere wieder zu verlieren. Und mit Tragödie meine ich einen großen finanziellen Verlust. Und natürlich eine Blamage für die Verantwortlichen. Menschen wie Sie? Nun, eigentlich genau ich. Wie vermeiden wir das also? Schritt 1, die Nachzügler einsammeln und alle Saurier wieder in ihre Gehege bringen. Dann können wir an unserer Sicherheitsbewertung arbeiten. Alles klar? Ja, den Plan kann ich befürworten und später die Lorbeeren dafür ernten. Eigentlich ist der Zaun da für den Dino so schwach. Da hat nämlich eine Stufe von 2. Und der Dino hat eine Sicherheitsbewertung von 4. Also ist der Zaun nicht wirklich ein Hindernis. Wir sind bei denen. Ja, auch Sicherheitsbewertung von 4. 5. Also wenn der durchdreht, dann gibt es hier keinen Zaun mehr. Und Sturm ist vorbei. Produkt wurde zugestellt. Ich denke, glaube ich, haben jetzt noch gar kein Foto gemacht, ne? Warte mal, bis der Ranger hier bei der Rennfahrt. Wo ist er denn jetzt aktuell? Ah, und auf dem Weg. Und wenn er drin ist, sollen wir mal kurz die Steuerung übernehmen. Und... Ja, wobei, wir lassen ihm zuerst mal den Status überprüfen. Dann machen wir ein Foto. Na du. Mal schön baden gehen. Auch im Sandsturm. Und dann später auch noch die Flugsaurier sowie auch die Wassersaurier. Das wird noch super werden. Ich freue mich so. Oh! Das war's schon.
Okay, das war recht kurz. Na gut, das war die erste Mission. Weiter geht's in der nächsten Episode mit dem zweiten Kapitel in der Kampagne. Aber wie gesagt, die Kampagne ist mehr so ein Tutorial im Chaos-Modus. Wird es dann erst recht spannend, wenn wir dann die Originalparks quasi nachbauen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüdelü!